Propaganda, der Verrat, Love Crime und Medien, ein Road Movie. Tom, Agenturchef Anfang 40, befindet sich in der Krise. Sein härtster Konkurrent, Medienkontor Fester, macht ihm das Leben schwer. Doch ist es nicht in Wahrheit das prachtvolle Hinterteil seiner neuen Assistentin Annabelle, das ihm den Blick für die Realität verstellt? Annabelle war Anfang 30 und die Jungs verdrehten sich den Hals nach ihr. In ihrem sonnengebräunten Gesicht zeigten sich ein paar lustig versprenkelte Sommersprossen. Ihre Augen waren von einem klaren, dunklen Blau und ihr lockiges, naturbelones Haar hielt sie in der Regel mit einem schwarzen Haarreif zusammen. Ich hatte sie noch nie in Hosen zu Gesicht bekommen. Stattdessen trug sie kurze, verdammt sexy geschnittene Röcke. Und ihr könnt mir glauben, ihre langen, schlanken Beine waren eine Pracht. Doch erst dieser Hintern. Wahrhaft prächtig und königlich war dieses Hinterteil. Selbst das Material der Röcke knisterte und summte leise vor Bewunderung, wenn sie ihn majestätisch durch den Büroraum wiegte. An so manchen Morgen verschlug es mir buchstäblich die Sprache, wenn ich einen Kaffee an den Lippen aufschaute und sie sich nach einem Aktenordner bückte, ging für einen kurzen Moment die Sonne auf. Annabelle hatte in ihrem bordeauxfarbenen Minirock, der zudem seitlich leicht geschlitzt war, neben mir Platz genommen. Welch sündiger Anblick! Ihre Nylonstrümpfe knisterten leise, wenn sie ihre langen Beine übereinander schlug. Und zugegeben, ich begann diese kleine Spannung zu genießen, die sich bei mir einstellte, wenn ich sie aus den Augenwinkeln betrachtete. Die Blicke, die sie mir über ihre Lesebrille zuwarf, offen und warm. Doch was bedeutete dieses Funkeln in ihren Augen? Bildete ich es mir am Ende ein oder steckte sie nur für mich den Bleistift hin und wieder nachdenklich zwischen ihre vollen Lippen? War es ein Ausdruck von Konzentration oder wollte sie mich damit ein wenig aus der Fassung bringen? Ich hätte bei diesem Seminar nonverbale Kommunikation aufmerksamer zuhören sollen. Dann hätte ich mir diese Frage jetzt nicht stellen müssen. Ihre Lippen hatten den Schwung, der Männer träumen lässt. An meine weiblichen Leser. Nein, ich möchte Annabelle weder auf ihre Äußerlichkeiten reduzieren, noch mein Interesse an ihr auf einem sexuellen Hintergrund diskutiert wissen. Wie ich bereits erwähnte, ich hatte vor allen Dingen ihren scharfen Sachverstand und das analytische Denken zu schätzen gelernt. Allerdings möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ihr Körper mit Fortdauer des Meetings einen immer betörenderen Duft verströmte. Propaganda. Der Verrat.